Moin Moin und Hallo zu Game One. Ich verstehe leider nicht, was du mit Hallo zu Gameone meinst. Was sind heute die Themen? Entschuldigung, ich sehe keinen Kontakt mit dem Namen Themen. Ersetze Siri durch Simon. Hier, Simon, mach jetzt mal die Anmoderation. Ach, ich glaube, es hakt, ich war gerade am Gewinnen. Moderier den Scheiß alleine, die blöde Kacke guckt eh keiner. Heute klettern wir in Assassin's Creed Revelations durch den Orient. Doch zunächst kämpfen wir uns durchs frostige Reich von Skyrim. Mindestens 5 Jahre haben wir gewartet auf den neuen Teil. Jetzt ist er endlich da. Ich bin restlos begeistert. Ich find's einfach nur geil. Warum? Also im Prinzip ist ja Skyrim nicht radikal anders als jetzt Oblivion. Oblivion war mir ein bisschen zu rund gelutscht, zu wenig aufregend. Da sah irgendwie alles aus wie im Schwarzwald. Das war irgendwie alles so schön und lieblich. Und sieht alles aus wie im verschneiten Schwarzwald. Ja, und jetzt ist es düster und hart und kalt und grob. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Diesmal verschlägt es euch nach Himmelsrand, das kalte Reich der sogenannten Nord. Als Gefangener der kaiserlichen Armee sollt ihr hingerichtet werden. Doch euer Schicksal wird im letzten Moment von einem Drachenangriff abgewandt. Dabei sind Drachen doch schon seit Jahrhunderten ausgestorben. Als einer der wenigen Überlebenden dieser Attacke durchstreift ihr nun das Land, um der Wiederauferstehung der Drachen auf den Grund zu gehen. Das ist alles so packend und ich bin mittendrin und ich fühle mich wirklich wie so ein Krieger, der sich die Welt untertan macht. Ja, nicht nur das, ich finde auch, die Welt fühlt sich mächtig an. Also du kommst, absolut. Wenn du zum ersten Mal da am Anfang aus der Höhle kommst und erstmal so diese Schneelandschaft siehst und denkst einfach nur, fuck yeah, das werde ich alles mir angucken, da werde ich überall langlaufen. Wie seine Vorgänger zeichnet sich Skyrim durch eine gewaltige Welt aus, in der ihr wirklich jeden Winkel erforschen könnt. Ob ihr einfach mal loszieht, um eure eigenen Abenteuer zu schreiben, oder ob ihr die Bewohner von Dörfern und Städten nach Aufgaben fragt, ist euch überlassen. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Himmelsrand ist bis unter die Hutschnur voll mit mystischen Ruinen und Höhlen, gefährlichen Feinden und wertvollen Schätzen. Ruinen und Höhlen, das war ja auch ein Kritikpunkt bei Oblivion, weil das ja alles auch baukastenschemamäßig ausgesehen hat. Da haben sie sich jetzt auch richtig reingekniet, weil alle 5 Meter in der Höhle siehst du irgendwie ein neues Grafikset. Da gibt's mal kleine Bäche oder Rinnsale. Überhaupt, dass es jetzt diese Dwemer-Ruinen wieder gibt, die Überreste der alten Zwergen-Zivilisation, die verschwunden ist und man weiß nicht genau, wo die geblieben sind. Sie haben so Roboterspinnen gebaut und so mechanische Wächter. Und wenn man das erste Mal so einen 4 Meter großen Zwergen-Centurio trifft, der dann so auf dich zurennt mit seinem Dampfatem, ey, da geht dir aber echt die Düse. Doch euer Hauptberuf ist, wenn man so möchte, die Drachenjagd. Meist sind die Urhexen das Ziel von Hauptmissionen. Manchmal fällt euch eines dieser Biester aber auch völlig unvermittelt während eines Spaziergangs an. Für Kenner der Elder Scrolls-Reihe sind die Drachen ein echtes Highlight, denn sie sorgen für richtig epische Kämpfe, wie es sie so in den Vorgängern noch nicht gab. Nach eurem ersten Drachenkill stellt sich heraus, dass ihr ein sogenanntes Drachenblut seid. Das bedeutet, ihr könnt die Seele der Drachen aufnehmen und dadurch ihre mächtigen Schreie erlernen. Neben dem obligatorischen Feuer- und Eisodem erlangt ihr auch ungewöhnliche Fähigkeiten wie den Wirbelsprint. Am spaßigsten ist aber die Druckwelle, mit der ihr Feinde regelrecht umbrüllt. Ein wirklich mächtiger Skill. Jungs, was gibt's? Problem? Da. Da? Ja. Ratu! Schlecht, ne? Na Jungs, ich geh da mal wieder. Tschüss! Lass uns lieber mal ein bisschen über das Spielerische reden, weil da gab es ja wirklich eklatante Schwächen bei Oblivion. Stichwort zum Beispiel Gegnerlevel mit, was eigentlich das K.O.-Kriterium für jedes Rollenspiel ist. Das ist ja eigentlich auch der Sinn von einem Rollenspiel. Genau, du willst stärker werden und in dem Moment, wo die Gegner aber mitleveln, wird alles obsolet. Dann brauche ich mich auch nicht, dann kann ich auch mit Level 1 durchspielen, weil ich brauche immer 5 Schläge für die Ratte, egal wie gut ich bin. Und das haben sie jetzt geändert, ist für mich eigentlich so das Wichtigste gewesen.
Generell sind die Kämpfe überraschend spannend. Durch die Kombination von Nah- und Fernkampfwaffen mit unterschiedlichsten Magieangriffen eröffnen sich euch zahlreiche taktische Möglichkeiten. Und die Tatsache, dass sich eure Lebensenergie von selbst regeneriert, hat zum Glück keinen Weichspülereffekt, wie viele Zweifler im Vorfeld befürchtet hatten. Unvorsichtige Buttonmasher geben im Kampf gegen überlegene Gegner ganz schnell den Löffel ab. Erfreulicherweise hat sich Bethesda nun auch mit der Verfolgerperspektive etwas mehr Mühe gegeben. Rief diese Spielansicht in Oblivion noch Reaktionen zwischen Fassungslosigkeit, Gelächter und blankem Grauen hervor? Macht der Skyrim-Held dank Motion Capturing nun eine deutlich bessere Figur. Es wurde aber auch mal Zeit. Ich finde, die Kämpfe sind im Verhältnis zu anderen Elder Scrolls-Spielen deutlich besser, aber jetzt global gesehen zu anderen Rollenspielen, die hinken schon noch ein bisschen der Zeit hinterher. Die haben sich natürlich jetzt schon ins Zeug gelegt, dass die ein bisschen wuchtiger klingen. Wenn du einen Schlag blockst oder selber austeilst, das scheppert schon ordentlich, aber das optische Feedback ist immer noch so ein bisschen, es wirkt, als würde man in der Luft rumstochern und da fehlt immer noch ein bisschen Bums. Womit ihr aber wohl am meisten Zeit verbringen werdet, ist Sammeln. Fast jeder verdammte Gegenstand in Himmelsrand kann aufgenommen werden und so sammelt ihr alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Für irgendwas wird das Zeug schon gut sein und wenn nicht, kann man es ja immer noch verticken. Speisen, Kräuter, Pilze, Beeren, ja sogar umherschwirrende Insekten steckt ihr euch in die Tasche. Hier, Krieger! Wir wollen uns doch kloppen, wo bleibst du? Hare, warte, ich komm gleich, ich muss hier noch was sammeln. Das gibt's nicht. Kalm, mein Truppe, komm jetzt her, ich will dir auf die Fresse hauen. Rache, du nervst. Ich komm dir gleich runter. Du kommst doch eh nicht. Jetzt zeig ich dir mal, wo der Frosch die Locke hat. Komm her. Ach du Scheiße. So, hier, du falscher 50er. Oh, die sind aber echt ganz nett hier. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und unser eigenes Haus mit allem zugemüllt, was wir während unserer Abenteuer gefunden haben. Und jetzt schaut mal, was sich da alles angesammelt hat. Fuß runter! Natürlich ist der Kram nicht nur zum Spaß da, sondern lässt sich auch sinnvoll verwenden. Aus Essen kocht ihr leckere Gerichte, aus Pflanzen und Tierteilen braut ihr Tränke und Gifte und mit Seelensteinen belegt ihr Waffen und Rüstungen mit Zaubereffekten. Neuerdings könnt ihr auch Erze schürfen, verhütten und so die gewonnenen Barren zur Herstellung oder Verbesserung eurer Ausrüstung verwenden. Der gewaltige Umfang und die Freiheit, alles tun zu können, sind natürlich die wichtigsten Aspekte von Skyrim. Doch all das wäre nicht halb so reizvoll, wenn die Landschaften von Himmelsrand nicht so unglaublich detailliert und stimmungsvoll wären. Das Spiel sieht so unfassbar gut aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir auf der Xbox oder auf der PlayStation noch besser aussehende Spiele kriegen. Wenn man in einer wolkenlosen Nacht quasi einmal so in den Sternenhimmel guckt und man sieht wirklich die Sternbilder und sie funkeln, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Das ist einfach, es ist schöner als das echte Leben. Muss einem wirklich klar sein, es geht wirklich darum, sich in dieser Welt zu verlieren, sich so langsam ranzutasten und immer mehr Teil dieser Welt zu werden, immer mehr zu erkunden, seinen Charakter zu verbessern, die Leute kennenzulernen, die Geschichte kennenzulernen, die ganze Mythologie dahinter. Du musst Bock auf diese Art von Rollenspiel haben, die Bethesda macht. Und ich gebe Brief und Siegel, wer Fallout mochte und geliebt hat, der kann ohne Probe zocken, sofort Skyrim holen und wird einen Riesenspaß haben. Und in der Hinsicht ist Skyrim einfach genau das geworden, was ich mir erwartet hatte. Und ich bin echt froh, dass es da keine Schnitzer gibt, die mir jetzt irgendwie den Spielspaß, wo ich so denke, oh nein, das haben sie verrafft. Nee, sie haben nichts verrafft und sie haben alles richtig gemacht. Hey, was kommt denn als nächstes? Weißt du doch nicht. Alan Wake's Nightsprings bringt unseren Lieblingsautoren zurück auf die Mattscheibe. Das Spiel soll in mehreren Episoden via Xbox Live vertrieben werden und spielt in der fiktiven TV-Serie Nightsprings. Sie ist angelehnt an die Twilight Zone und erzählt übernatürliche Geschichten, die teilweise von Alan Wake verfasst wurden. Ubisoft hat das norwegische Entwicklerstudio Red Lynx geschluckt, das für die Trials-Reihe und jede Menge cooler Handy-Games verantwortlich ist. Das 2012 erscheinende Trials Evolution wird allerdings noch von Microsoft veröffentlicht. Und dann haben wir noch Assassin's Creed Revelations bekommen. Jemand Bock? Hey, nicht falsch verstehen, wir wissen, dass die Assassin's Creed-Spiele erstklassige Ware sind. Aber ganz ehrlich, nach zwei extrem ähnlichen Vorgängern ruft Revelations keine Jubelstürme mehr bei uns hervor. Man hat eben das Gefühl, alles schon mal gesehen zu haben.
Fangen wir mal vorne an. Auf eine riesige Werbekampagne für den ersten Teil der Assassinen-Saga folgte die Enttäuschung. Es war zwar spaßig, mit Altair zu klettern, zu schleichen und unentdeckt zu meucheln, doch der Spielablauf war extrem repetitiv. Die durch Teil 2 eingeführten Verbesserungen, insbesondere die größere Abwechslung, läuteten den berechtigten Siegeszug ein und ebneten den Weg für Brotherhood. Nach der großflächigen Ausschlachtung des Franchise in Form von Serien, Comics und Handheld-Titeln folgt nun mit Revelations der inhaltliche Abschluss um das Helden-Dreier-Gespann. Da ist der Altair natürlich. Figurenze, Figurenzio und Villa Di Macchio. Der Desmond. Palzdavani. Ezio. Fattuccilli. Auditore. Villa Fatomaci. Ups, albern! In Revelations spielt ihr wie gewohnt Desmond, der diesmal jedoch im Animus gefangen ist, der altbekannten Reise in der Zeit zurück und erlebe, was deine Vorfahren erlebt haben, Maschine. Im Animus sucht Desmond nun nach den Erinnerungsfragmenten seiner Ahnen Altair und Ezio, um so eine drohende Schizophrenie abzuwenden. Das Ganze ist so wirr, wie es klingt, aber wer der Saga von Beginn an folgt, wird von der Handlung und ihren 15 Twists recht angetan sein. 16? Ihr geht nun flugs durch ein Portal, landet in den Erinnerungen von Ezio und reist nach Konstantinopel. Dort sucht ihr mittelalterliche CDs und erinnert euch als Ezio an Altair, um den dann auch mal wieder spielen zu können. Eben dieser Vorgang soll jetzt die Geschichten der drei Charaktere zusammenführen und für die Klarheit sorgen, die sich die Fans der Serie wünschen. Klar, das fordert mich jetzt auch nicht übermäßig, aber es macht mir nach wie vor echt Spaß. Und von daher erwarte ich mir einfach nur, bringt die Story irgendwie gescheit zu Ende. Und ansonsten, was es da an spielerischen neuen Sachen vielleicht noch gibt, freue ich mich drüber, aber es ist jetzt für mich auch kein Muss. Spielerische Neuerungen halten sich erwartungsgemäß in Grenzen. Zum einen könnt ihr nun verschiedenste Bomben fabrizieren, zum anderen wurde der gute alte Adlersinn um eine Analysefunktion erweitert. Außerdem gibt's nun Tower Defense Einlagen und um schneller von A nach B zu kommen, nutzt ihr die neue Hakenklinge Made in Konstantinopel. Hui! Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klingen. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Abgesehen davon ist Assassin's Creed Revelations weder besser noch schlechter als zum Beispiel der Vorgänger Brotherhood. Kletterei einwandfrei. Kampfsystem nach wie vor Geschmackssache. Beim Kämpfen kann man ein bisschen Taktik walten lassen, muss es aber auch nicht wirklich, außer gegen Ende, dann wenn es echt knifflig wird. Ich meine, das Kampfsystem ist schon cool, ist im Grunde so ein bisschen wie Batman mit einem Degen. Das Spielprinzip an sich kenne ich aus anderen Spielen besser. Du kannst besser in Splinter Cell schleichen, irgendwie die Kämpfe machen in Batman mehr Bock. Das Setting ist eigentlich das Besondere. Wie schon die Städte der Vorgänger kann nun auch Konstantinopel als neuer Einsatzort voll überzeugen. Das orientalische Flair wurde wirklich hervorragend eingefangen. Aber auch hier gilt, same same but different. Nach Jerusalem, Florenz, Venedig und Rom ist man eben schon einiges gewohnt. Optisch überraschender sind da schon Desmonds Reisen ins virtuelle Innere des Animus, doch die enttäuschen wiederum in spielerischer Hinsicht. Mehr als Klötzchenpfade bauen gibt's hier nicht zu tun. Assassin's Creed Revelations wird Fans der Serie genau das bieten, was sie erwarten. Einen inhaltlichen Abschluss der Reihe, in der nochmal alle der drei Charaktere spielbar sein werden. Und das in typischer Assassin's Creed-Manier. Mir gefällt es. Also ich mag das, weil man halt in diese sehr stimmungsvolle Welt einfach eintauchen kann und da coole Abenteuer erleben kann. All jene, die mit der Saga bisher noch nicht warm geworden sind, werden auch hier nur schwer einen Einstieg finden. Casual Gamer, die haben natürlich dann doch schon Spaß mit diesem Spiel. Aber richtige Hardcore-Profis, die schlafen dabei ein. Das ist einfach nicht fordernd genug. Nicht wahr, Fabian? Kann weitergehen? Kannst du, ja. Kannst du noch, genau. Balotelli, Fettuccini. Simon? Hallo? mach die Abmoderation! Gerne. Wiederschauen und ringen. Was? Wiederschauen und ringen. Was? Wiederschauen und...